Glauben Sie, Sie seien autonom? Kaufen den Joghurt, den Sie wollen? Surfen im Internet, wann Sie möchten? Lesen die Nachrichten, die Sie interessieren? Vergessen Sie's. Sie sind nicht frei und Ihre Selbstbestimmung ist bedroht. Das behauptet zumindest mein heutiger Gast, Harald Welzer. Und ich will doch mal sehen, ob ich mir nicht ein Fettchen Freiheit zurückergattern kann in diesem Gespräch. Hallo, Herr Welzer. Hallo. Ich habe soeben meine Ferien im Internet gebucht. Bin ich jetzt nicht selbstbestimmt? Naja, das kommt drauf an. Es könnte Ihnen passiert sein, dass Sie einen Urlaub gebucht haben, an den Sie ursprünglich gar nicht gedacht haben und der vielleicht durch das Angebot des Portals oder der Portale, wo Sie durchgesurft sind, überhaupt Ihnen erst in den Sinn gekommen ist und dann zur Buchung gekommen ist. Ja, und wo liegt das Problem? Wenn ich spazieren gehe, dann könnte es ja auch sein, dass ich irgendwo einen Weg sehe, wo ich erst gar nicht lang gehen wollte, ja. Und dann entscheide ich mich dafür. Naja, da entscheiden Sie sich. In diesem Fall kommt das ja gewissermaßen nicht wie durch eine Landschaft oder durch einen Fluss oder irgendwas, was so daherkommt, absichtslos, sondern das Angebot bekommen Sie ja absichtsvoll. Ja, es möchte ja jemand, dass Sie genau diesen Urlaub, dieses Hotel, diesen Flug, was auch immer buchen. Also insofern ist es der Vergleich nicht so ganz zutreffend. Also Sie sprechen die sogenannten Filterbubbles an, dass ich sozusagen die Treffer kriege, die irgendwie nach meinen Präferenzen schon vorgefiltert werden. Sie sagen ja, unsere Freiheit ist richtig bedroht durch das Internet. Können wir das ein bisschen auseinandernehmen? Was genau hängt denn da wie zusammen? Was ist jetzt bedroht? Aufgrund welcher Faktoren? Also zunächst mal ist es ja so, dass wenn wir das Internet benutzen und das Gefühl haben, wir suchen nach irgendwelchen Produkten, ist das ja zunächst mal ein Missverständnis, weil wir sind ja das eigentliche Produkt, was interessant ist mit all unseren Eigenschaften, und durch die Suchbewegung, durch die Kaufakte und so weiter liefern wir ja Details über uns als Produkt. Wem liefern wir die? Na, wir liefern die, indem, wie Sie es gerade gesagt haben, jetzt mitteilen, dass Sie Urlaub machen möchten, dass Sie die Zeit Ihrer Abwesenheit mitteilen, dass Sie das bevorzugte Land mitteilen, vielleicht die Region. Sie teilen auch mit wem Sie fahren oder zumindest mit wie vielen und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist eine ganze Kaskade von Mitteilungen, die Sie machen. Und die werden natürlich verwendet, diese Mitteilungen. Die sind Teil sozusagen eines ganzen Datenprofils, was über Sie genau über diese Akte angelegt wird. Hm. So, und wenn dieses Datenprofil gut ist, dann wird man damit arbeiten können. Und entsprechend, wenn Sie versuchen, die nächste Aktion im Internet zu machen, Ihnen das entsprechende Angebot zu servieren. Sie sprechen jetzt immer, man wird dann Angebote machen, wir liefern irgendwelchen Entitäten, Daten. Aber noch einmal, wer ist denn dieses Gegenüber? Ja, das Gegenüber sind Unternehmen, die eine Möglichkeit haben, mit von entsprechenden anderen Unternehmen, also Google oder andere Internetunternehmen, diese Daten zu bekommen, damit die werblich genutzt werden können. Mhm. Sie gehen ja so weit, unter anderem in Ihrem neuen Buch «Autonomie, eine Verteidigung», das Sie geschrieben haben, zusammen mit Michael Pauen. Es erscheint im April. Sie gehen so weit zu sagen, dieses System ist totalitär. Eine sehr steile These. Wie kommen Sie darauf? Ich glaube nicht, dass die These steil ist. Ich werde mal versuchen, das zu erklären. Also das, worüber wir bislang gesprochen haben, ist natürlich noch nicht Totalitarismus. Aber es hat Elemente davon. Und die Elemente liegen genau darin, dass Sie sich als Person, als Nutzerin, vollständig transparent machen. In Ihren Neigungen, in Ihren Verhaltensweisen, in der Lieferung objektiver Daten, in der Erklärung von Absichten und so weiter und so weiter. Das heißt, das, was Sie sich eigentlich und ich mir natürlich auch immer zugute gehalten haben, dass es gewissermaßen einen privaten Bereich gibt, der niemanden etwas angeht, es sei denn, man lässt ihn rein. Dieser private Bereich ist im Verschwinden begriffen, sehr stark im Verschwinden begriffen. Man kann das ja sehr deutlich daran sehen, dass vor 20 Jahren diese Informationen, was Sie als nächstes tun möchten, welche Bücher Sie lesen, mit wem Sie sich treffen, mit wem Sie Kontakt haben und so weiter, wo Sie arbeiten und sowas, das war ja außer denen, die konkret damit in Zusammenhang gestanden haben, Ihr Arbeitgeber, Ihr Freundeskreis, niemandem bekannt. Das ist alles richtig, aber warum sagen Sie, der Bereich des Privaten ist insgesamt am Verschwinden? Man könnte doch einfach sagen, das ist eine Facette des Privaten. Na, ich glaub, also wenn ich Ferien buche, dann wissen die etwas darüber, wann ich
verreisen will, wohin ich verreisen will. Die wissen allenfalls noch, ob ich Kinder habe, ja oder nein, wie viele Zimmer ich buche. Das war's. Nein, das war's ja nicht. Weil wenn Sie einkaufen gehen und mit Kreditkarte oder einer Payback-Karte oder was auch immer diesen Einkauf dokumentieren, bei allem, was Sie nicht mit Bargeld bezahlen, bei jeder Theaterkarte, die sich übers Internet reservieren lassen und so weiter, entstehen ja Daten. Ich will jetzt kein verschwörerisches Profil hier entwickeln, aber wir wissen natürlich, dass diese Daten miteinander verknüpft werden. Oder es würde auch schon reichen, dass sie verknüpfbar sind, wie die amerikanische Philosophin Shoshana Zuboff sagt, wenn sie verknüpfbar sind, werden sie auch verknüpft. Das ist eines der Gesetze der Internetwelt. Und in der Verknüpfung liegt das Potenzial, dass man mehr über sie weiß, als sie über sich selber wissen. Und darauf sind ja dann übrigens Konzerne wie Google und so weiter stolz. Das sind ja Sätze, die formuliert werden von Erik Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden oder sowas, dass das was Gutes sei, dass sie mehr wissen, die Googles, über sie, als sie selbst über sich wissen. Zum Beispiel, dass sie nicht wissen, was sie als nächstes kaufen werden. Das wissen die aber schon. Also das heißt, das Problem wäre sozusagen die Kumulation von Bestellvorgängen im Internet, nicht der einzelne Akt des Ferienbuchens. Aber wenn wir noch einmal zurückgehen zum Totalitarismusproblem. Genau. Sie haben ja lange Zeit geforscht zum Thema Totalitarismus in der NS-Zeit. Noch einmal, wenn man jetzt Hitler vergleicht mit Google, da hinkt der Vergleich doch. Natürlich hinkt der, weil wir diese Figur des Diktators nicht haben und weil wir die Figur der Machtübernahme nicht haben. Es gibt gar keinen Systemwechsel scheinbar. Ist ja alles noch zumindest in Gesellschaften unseres Typs immer noch Rechtsstaat und Demokratie. Jetzt kommt aber ein entscheidender Punkt, wo die Sache wirklich interessant wird. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn das Private verschwindet? Was bedeutet es für eine moderne Gesellschaft, die demokratisch und rechtsstaatlich ist, wenn das Private verschwindet? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den man verstehen muss. Wir haben ja so etwas wie eine private Person erst mit dem Aufstieg moderner Gesellschaften. Wenn ich vorher leibeigener Bauer bin, dann bin ich in dem Sinne nicht privat, weil man über mich verfügen kann, beispielsweise. Wenn ich in extremer Abhängigkeit existiere, bin ich nicht privat, weil man über mich verfügen kann. Moderne Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass es eine private Sphäre und eine öffentliche Sphäre gibt. Und das hängt damit zusammen, dass wir Privatheit brauchen, um uns austauschen zu können, Gedanken machen zu können, Pläne entwickeln zu können und so weiter in einem nicht öffentlichen Raum. Und das genau darum, um dann als öffentliche Person auch auftreten zu können und sagen, als Bürger, als Bürgerin möchte ich mich einbringen in diese öffentliche Sphäre. Dadurch zeichnet sich eine moderne bürgerliche Gesellschaft auf. Wenn das Private verschwindet, wird es identisch mit dem Öffentlichen. Das heißt, die ganze Substanz dessen, was wir in modernen Verfassungsstaaten haben, ist radikal in Frage gestellt. Und es ist ja interessant, sich anzuschauen, dass alle Verfassungen von der amerikanischen Verfassung ab die Unverletzlichkeit der Person, die Unverletzlichkeit der Wohnung als höchstes Verfassungsgut haben. Und das ist ja total interessant. Und wir verfügen durch diese reale Entwicklung, wie sie jetzt geschieht, nicht mehr über die Unverletzlichkeit unserer Person und unserer Privatsphäre. Was meinen Sie mit der Verletzlichkeit der Person? Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir wieder ein Zitat von Erik Schmidt, wenn man nicht will, dass etwas über einen kommuniziert wird, was vielleicht unangenehm ist, dann sollte man es nicht tun. Also, ist eine direkte Einwirkung, wenn ich jetzt bestimmte Vorlieben hege oder dazu neige, zu viel Alkohol zu trinken oder, keine Ahnung, eine Steinsammlung habe als größte Passion und das irgendwie peinlich ist, dass meine Persönlichkeit darauf zusammenzufassen ist, dass der eine Steinsammlung hat oder wie auch immer. Nehmen Sie, was Sie wollen, Dinge, von denen niemand etwas wissen soll, weil Sie sich die für privat reservieren. Aber das gibt es doch nach wie vor. Also die meisten Leute würden doch sagen, mit Privatheit verbindet man eben nicht alleine die Frage, möchte ich gerne, dass möglicherweise Daten darüber gesammelt werden, wohin ich in die Ferien fahre, was ich kaufe, was meine Präferenzen vielleicht sind bezüglich Musikstil, sondern auch, was passiert hinter meiner Schlafzimmertür, was trage ich unter meiner Jeans, aber auch solche Dinge wie, was denke ich eigentlich, welche religiösen Überzeugungen habe ich, mit wem bin ich privat liiert. Und das können wir uns doch weiterhin
wie soll ich sagen, für uns behalten. Man ist ja frei darin, ob man seinen Beziehungsstatus gleich im Internet rausposaunt. Ja, man kann doch den privaten Bereich noch für sich behalten. Ja, jetzt wird die Sache ja sehr interessant. Ich habe gerade vorhin noch mal einen Artikel gelesen, zufällig in der Zeitung, über Industrie 4.0 und das Internet der Dinge. Ja, weil jetzt alle großen Unternehmen, egal ob die jetzt Kühlschränke produzieren oder Heizungsanlagen oder sonst was, intensivst damit beschäftigt sind, dass alle diese Gerätschaften miteinander vernetzt werden müssen, weil das ist der große Trend der Zukunft. Das ist ja auch so ein Trend, den Jeremy Rifkin immer wieder herausgestrichen hat, dieses Internet der Dinge. Ja, genau. Und das ist, hört sich ja auch wie alles in dieser schönen neuen Welt unheimlich attraktiv an, weil da ja die fantastische Utopie daraus entsteht, dass mein Kühlschrank schon weiß, dass die Milch zu Ende geht und dann autonom schon mal bei Amazon oder sonst was oder bei irgendeinem... Aber das ist doch eigentlich super, wenn mein Kühlschrank mir eine SMS schreibt, Milch fehlt, würde mir jetzt eigentlich passen. Ja, Sie sind da noch ein bisschen langsam. Ja, das fand ich um heute nicht bei zu sagen naiv, vermutlich. Ja. Ich sehe es Ihnen schon an. Nein, aber ganz lustig, in diesem Artikel, den ich vorhin gelesen habe, war auch von einer deutschen Firma die Innovation, dass wenn man die Kühlschranktür schließt, das automatisch ein Foto des Inneren des Kühlschranks macht und dieses Foto einem per, wie heißt das, MMS auf das Smartphone geschickt wird, sodass ich auf mein Smartphone gucken kann und denken kann, oh, keine Milch mehr. Und dann kann ich losgehen. Und das fand ich jetzt als jemand, der eigentlich sehr weit entfernt von solchen Sachen ist und das auch gar nicht gut findet, wahnsinnig naiv, weil das setzt ja noch voraus, dass es Sie als Subjekt, was dann entscheidet, auch heute möchte ich gar keine Milch, das interessiert mich nicht, das Foto, noch ein solches Subjekt voraussetzt. Die nächste Stufe ist ja schlicht und ergreifend die, dass Sie gar nicht mehr gefragt werden, sondern nach Ihren Präferenzen der Kühlschrank die Mitteilung macht, Milch fehlt, und an einen Zulieferer, bei dem Sie bevorzugt kaufen. Aber Herr Welzer, jetzt müssen wir, glaube ich, doch noch mal einen Schritt zurück. Wir sind bei der Frage, was heißt eigentlich Autonomie und was hat das zu tun mit dem Internet? Stichwort Totalitarismus. Jetzt gehe ich einig mit Ihnen, wenn ich nicht mehr diejenigen Treffer im Internet kriege, die ich eigentlich wirklich wollte, also ich werde mit dieser Filterbubble, wird schon vorgefiltert, was mögliche interessante Feriendestinationen sein könnten, dann beschneidet das zumindest meine Möglichkeit, mich selber zu informieren. Das schneidet irgendwas ab von der Autonomie. Aber wenn wir jetzt noch einmal Autonomie und Privatheit zusammenbringen, ich habe das Gefühl, Sie verknüpfen das in einer Art und Weise, wo ich den Eindruck habe, es geht mir noch zu schnell. Ach so, ja. Aber bleiben wir doch dann mal wirklich bei der Beschreibung dessen, was passiert. Und das ist ja exakt an dem Fall, wo die Vision besteht, dass Menschen nicht mehr erst entscheiden müssen, ja, welches Nahrungsmittel sie brauchen, sondern dass das schon automatisch gewissermaßen geliefert wird. Und wenn ich nach Hause komme und den Kühlschrank aufmache, dann steht es schon da oder zumindest steht es vor der Tür und ich kann es reintragen. Andere Aspekte aus derselben Vision sind ja die, dass wenn ich das Büro verlasse, mein Thermostat zu Hause mit dem Auto verkoppelt ist und dass ich einsteige, sodass das Auto meldet, der kommt jetzt bitte auf 21 Grad hochfahren oder wenn man eine Klimaanlage hat, das runterfahren. So. Und das sind ja alles Dinge, die in meine Entscheidungsfähigkeit eingreifen. Und zwar radikal. Sie entscheiden sich aber dazu, diese Geräte zu kaufen. Sie entscheiden ja, ob man eingreifen darf. Ja, aber nun schauen Sie, jetzt gibt es Verknüpfungen, die ja ziemlich interessant sind. Zum Beispiel wird ja diese Form des Smart Homes, wie das dann heißt, wird ja annonciert unter dem Motto Energieeffizienz, Kampf gegen den Klimawandel. Ja, es geht ja alles... Auch ein Thema von Ihnen. Es geht ja alles nur darum, alles besser zu machen. Ja? Wir haben die Mittel, den Klimawandel zu bekämpfen. Die Leute sollen Häuser haben, wo sich die Energie automatisch wunderbar, effizient irgendwie macht. Man muss nicht den ganzen Tag heizen, sondern das Auto sagt. So und so weiter. Aber genau damit passieren ja zwei Dinge. Nämlich der eine Aspekt, dass immer Ihr Verhalten gescannt wird und als Information selber weiterverwendet wird. Es könnte ja sein, dass Sie einmal nicht nach Hause kommen oder sowas, dann wird das auch registriert werden. Und Sie werden bei allen Dingen, egal ob Sie dies wärmer oder kälter haben möchten oder ob Sie heute keine Milch möchten, sondern lieber vielleicht ein Glas Wein oder sonst was,
sozusagen immer mit einer voreingestellten Situation zu tun haben und gar nicht mehr, wie es heute Gott sei Dank noch der Fall ist, zu sagen, ich bin ein freier Mensch, ich möchte heute mal gar nichts konsumieren oder ich finde das total gut, wenn es höllenwarm ist, wenn ich nach Hause komme, weil mir geht es heute irgendwie so, dass ich es gerne wahnsinnig warm haben möchte. Gibt es denn das Subjekt, das sagt, vielen Dank, nette Möglichkeiten, ich mache da nicht mit, wird es das in Zukunft nicht mehr geben? Oder warum sagen Sie, hier steht auf dem Klappentext, ohne Autonomie geht es nicht und die Zeit drängt, also die Welt steht sozusagen da vor der Tür. Kann ich mich dem nicht entziehen? Naja, natürlich können wir uns entziehen, sonst bräuchten wir nicht drüber zu sprechen. Aber hier geht es ja erstmal nur um den Versuch einer Beschreibung, nicht dessen, was da passiert, worüber wir gerade reden. Das wissen wir ja alle. Ja? Also jede App, die Sie auf Ihrem Smartphone haben, erfasst Daten über Sie und Sie haben dem zugestimmt in den Geschäftsbedingungen und so weiter. Wir wissen, dass diese Geschichten mit den Smart Homes und so weiter in den Fantasien der Investoren genauso drin sind wie in denen, die für ökologisches Bauen oder sowas sind. Ja? Das sind alles Dinge, die, weil sie technisch möglich sind, als Möglichkeiten auch Realität werden könnten. So, das Interessante ist, dass sich das so in unsere Lebenswelt einschleicht. Im Unterschied, Sie haben ja vorhin auch gesagt, zutreffenderweise, Hitler und Google sind ja zwei vollkommen verschiedene Sachen, das kann man ja nicht vergleichen. Und auch hier ist natürlich ein Unterschied, wenn ich eine sogenannte Machtergreifung habe im Januar 1933, dann ist es eine Zäsur. Auch wenn sie im Fühlen der Leute nicht so groß war, wie sie historisch erscheint. Aber es ist eine Zäsur, man weiß, hier ist was anderes los. Mit diesen ganzen Dingen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, die schleichen sich ja so in unsere Lebenswelt ein. Sie schleichen sich ein, sie schleichen sich auch deswegen ein, weil sie wahnsinnig attraktiv sind, weil sie scheinbar das Leben erleichtern und weil sie auch faszinierende Technik-Gadgets sind, mit denen man auch gerne rumspielt und so. Das heißt, es kommt alles unheimlich freundlich daher. Und die Leute von Google, von Facebook, von Airbnb, was es da immer gibt, die sagen ja auch ohne Unterlass, es ginge nur um die Verbesserung der Welt. Es geht nur um die Verbesserung der Welt. Und deshalb ist es schon Teil unserer Lebenswelt, ohne dass wir überhaupt darüber nachgedacht haben, wie es unsere Lebenswelt verändert und zu welchen Zwecken es verändert. Da sind wir eigentlich bei einem anderen interessanten Punkt. Also nehmen wir mal an, Sie haben recht, unsere Freiheit ist bedroht. Warum wehren wir uns dann nicht? Sagen Sie, naja, einerseits, es ist einfach unglaublich bequem. Es ist unglaublich attraktiv, diese Sachen zu nutzen. Also mit dem Wehren, vielleicht muss man da auch ein bisschen historisch nüchtern sein. Wann wehren sich Leute? Sie wehren sich dann, wenn sie etwas erleiden. Ja? Aber nicht, wenn sie einen scheinbaren Vorteil haben oder wenn ihr Leben nach äußerlichem Anschein mehr oder weniger gleich bleibt. Also, wenn man wieder das Beispiel von totalitären Gesellschaften nimmt, die funktionieren ja so, dass sich Gesellschaften aufteilen in Leute, die zugehörig sind und Leute, die nicht zugehörig sind. Wer in solchen Gesellschaften leidet, sind die Nicht-Zugehörigen, weil die werden bekämpft, verfolgt, getötet. Drangsaliert, was auch immer. Während die Zugehörigen ja zunächst mal von diesen neuen Zeiten entweder fasziniert sind oder direkt profitieren. Das ist ein Aspekt, den man immer vergisst. Das heißt, man muss eigentlich mal gucken, was sind eigentlich Anlässe, sich zu wehren. Wann stehen Leute auf? Und Leute stehen wirklich dann auf, wenn sie direkt in ihren Lebensumständen einen Nachteil erleiden oder, wie in der Arbeiterbewegung oder in der Frauenbewegung, sozusagen in einer permanent schlechten Position sind und beginnen zu kämpfen, um diese Position zu verbessern. In dieser Situation, in der wir jetzt sind, wird keiner drangsaliert. Bezüglich der Internetgeschichte jetzt. Eben. Das ist ja sozusagen diese Weltverbesserungsdiktatur, wenn ich es mal so sagen würde. Aber die kommt halt unwahrscheinlich freundlich daher. Na wunderbar, man muss jetzt nicht mehr, wie es vor gar nicht langer Zeit gewesen ist, bei der Bahn anrufen, um eine Fahrplanauskunft zu haben und hängt da 10 Minuten in der Warteschleife, sondern da hat man sein Smartphone und guckt schnell drauf. Man muss nicht recherchieren, wie ist das Wetter möglicherweise an dem Ort, wo ich morgen sein werde, sondern klick. Ja? Also das heißt, es wird zwar keine Gruppe drangsaliert, aber wir alle lassen uns drangsalieren. Wir lassen uns nicht drangsalieren, wir eröffnen die Möglichkeit, uns drangsalieren zu lassen. Also ob wir uns im Moment drangsaliert fühlen, ist in gewisser Weise eine Geschmacksfrage. Ich persönlich fühle mich extrem leicht drangsaliert, deshalb
will ich gar kein Smartphone haben. Ich werde auch nie eins haben, weil dieses Gerät mir viel zu viel abfordert. Also ich hasse es schon, wenn mein Laptop mir mitteilt, dass es jetzt ein Update macht, ohne dass ich gefragt, ich wollte kein Update haben, ja, oder wenn ich rückgefragt werde. Das heißt, ich möchte mit Geräten gar nicht kommunizieren. Da habe ich ein subjektives Gefühl der Drangsalierung. Bei anderen ist es weitaus entspannter. Aber das ist noch gar nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, dass ich über diese Veränderung dieser kommunikativen Welten und der Gebrauchsformen der Dinge unser Sozialverhalten verändert und unsere Subjektivität sich verändert. Und ein Punkt, der Ihnen ja in diesem Zusammenhang auch immer wichtig ist, ist dieses Phänomen des Konformismus, der Anpassung. Und in diesem Buch gehen Sie auch wiederum ein auf dieses berühmte Experiment von Stanley Milgram, das in diesem Kontext ja dann immer genannt wird. Der Psychologe Stanley Milgram hat in den 1970er Jahren ja Experimente gemacht zum Thema totalitäre Gesellschaften. Und wir sehen uns Originalbilder aus jener Zeit an. Da sehen wir, wie dieser Versuch funktioniert hat. Es gab Testpersonen, die schlüpften in die Rolle der Lehrer. Die wurden angewiesen, den Schülern Stromstöße zu verpassen, wenn sie Fehler gemacht haben in der Beantwortung von Fragen. Diese Schüler waren nur Schauspieler, das wussten aber wiederum diese Testpersonen, diese Lehrer nicht. Und das Erschreckende daran war, ist, dass sie in der Dosis der Stromschläge immer höher raufgingen, bis schlussendlich zu einer tödlichen Dosis, vor allem dann, wenn der Versuchsleiter sie dazu angetrieben hat. Was ist dieses Milgram-Experiment, Herr Welzer? Was würden Sie denn sagen, was ist für Sie der Anlass, über dieses Experiment wieder zu sprechen, jetzt in dieser Zeit, in der wir so viel diskutieren über das Internet? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil man daran viel illustrieren kann. Keine dieser Versuchspersonen in dem Milgram-Experiment hatte von sich das Bild, grundlos andere Menschen verletzen oder gar töten zu können oder das zu wollen. Es bedurfte einer ganz simplen Versuchsanordnung, immerhin 2/3 dieser Versuchspersonen dazu zu kriegen, anderen Menschen tödliche Stromschläge, scheinbar, Gott sei Dank, zuzufügen. Ja? Und warum haben die das gemacht? Weil hier der besondere Trick an dem Milgram-Experiment gewesen ist, dass sie niemals die Aufforderung zu Beginn bekommen haben, bestrafen Sie den jetzt mal mit 220 Volt oder gar mit 450 Volt, sondern dass der ganze Versuch extrem harmlos angefangen hat. Das ist ein subtiler Versuchsaufbau. Die sind ja sogar, die Versuchsperson, die richtige, hat ja einen Stromstoß selber bekommen, ich glaube von 30 Volt oder sowas, um zu zeigen, die Apparatur funktioniert und so weiter und so weiter. Der hat die scheinbare Versuchsperson, also die den Schauspieler vorher auch kennengelernt, es gab gewissermaßen persönlichen Kontakt. Dann findet der Versuch statt, die eine Person sitzt in einem Raum und der sogenannte Lehrer, der die Stromschläge geben muss, sitzt in einem anderen Raum. Das heißt, der persönliche Kontakt ist weg. Und dann ist bei der ersten Fehlantwort dieser Versuchsperson ist die erste Strafe 15 Volt. Das ist nichts. Mhm. Die nächste ist 30, die nächste ist 45 und so weiter geht das sukzessive. Und insofern schleicht sich etwas ein in das Verhaltensmuster, was bis zu einem bestimmten Punkt völlig ordnungsgemäß und total klasse funktioniert. Niemand denkt etwas Böses. Sind diese sogenannten Shifting Baselines, oder? Die sich langsam ändern in einer Gesellschaft, wenn man es jetzt übertragen würde auf unsere Zeit. Ja, wenn man das so übertragen würde. Aber der wirklich spannende Punkt bei Milgram ist der, in dem Augenblick, wo die Versuchsperson, die scheinbare, der Schauspieler beginnt zu protestieren, das war ja alles Teil des Projektes, weil man wissen wollte, was machen die eigentlich, wenn es jetzt Widerstand gibt, ja? Wenn der Protest bei über 100 Volt und sagt Autsch oder sowas in der Art, was macht dann der arme Typ, der die Stromstöße weitergeben muss? Der ist jetzt in einer ganz schwierigen Entscheidungssituation, weil der hat sich schon bis dahin 7-mal für die Handlung entschieden, die er dann auch vollzogen hat. Wenn er das jetzt abbrechen würde, müsste er alles in Frage stellen, was er vorher gemacht hat. Ja? Das heißt, der ist schon richtig in diese Situation reingesurft, um es mal so modern zu formulieren, und es ist extrem schwer, da wieder rauszukommen. Und deshalb wenden die sich, und das ist der spannende Punkt,
an den Versuchsleiter, die meisten dieser Versuchspersonen sind keine stoischen Befehlsgeber oder keine Sadisten, sondern die sagen, oh, hier gibt es ein Problem, der Mann hat Schmerzen, sollen wir den Versuch nicht abbrechen? Dann sagt der Versuchsleiter, machen sich keine Gedanken. Ja? Die Verantwortung liegt bei uns und außerdem erfordert das Experiment, dass sie weitermachen. So, dann entscheidet er sich für den nächsten und so geht das weiter. Und wo ist jetzt die Parallele zum Netz? Die Parallele zum Netz ist, dass wir einen Weg zurücklegen, wo in keiner Weise irgendetwas nicht, also wo was Bedrohliches oder sowas im Horizont erscheint, sondern wir erleben erstmal die Vorteile. Das ist alles irgendwie Dufte. Und es hat auch keinen Regimewechsel gegeben. Es hat den Punkt der Aufmerksamkeit, oh Gott, jetzt passiert etwas Fürchterliches, noch gar nicht gegeben. Noch nicht mal der Fall Snowden hat dazu ausgereicht, ja, dass man kollektiv das Gefühl hatte, wow, da passiert etwas anderes mit uns. Und da liegt die Parallele. Und die Parallele liegt auch dort, wo man sehen kann, dass mit Menschen sehr schnell etwas passieren kann, womit die selber gar nicht gerechnet haben. Ja? Und dann befindet man sich gewissermaßen in einer anderen Sozialsituation, hat ein anderes Verhältnis und entscheidet sich zu Dingen, die man der eigenen Persönlichkeit gar nicht zurechnen würde. Also man könnte sagen, wenn wir die Frage stellen, warum wehren wir uns nicht? Wir wehren uns nicht, weil wir gar nicht mitkriegen, dass sozusagen die Schwelle immer höher geht. Wir machen da einfach mit. Wir schwimmen sozusagen mit im Strom. Ja, man denkt an nichts Böses. Ja, so schlicht kann man das mal formulieren. Die Versuchspersonen haben in den ersten Stufen des Versuchs an nichts Böses gedacht. Aber Sie denken ja an etwas Böses. Für Sie ist da vorne irgendwo das Böse im Anzug. Was, wenn ich das einfach nicht glaube? Wenn ich Ihnen sage, Moment mal, erstens mal, wir sind freie Bürger, wir können uns irgendwann in die Quere stellen und sagen, es reicht, wir wollen andere Gesetze. Es gibt ja ganz viele Politiker, die sich jetzt so entsprechend äußern. Wir müssen auch daran denken, dass 2013 im Zuge der NSA-Affäre ja beispielsweise Julie C. und Trojanow gemeinsam diesen offenen Brief verfasst haben und hat gesagt, wir wollen unsere Freiheit zurückhaben im Namen der Demokratie. Man hat den Eindruck, es gibt ja immer wieder diese Stimmen, die sich da erheben. Aber es scheint irgendwie nicht schlimm genug zu sein, dass das eine Massenbewegung wird. Also ich weiß nicht, ob alle Leute den Eindruck haben, es kommt da vorne wirklich was Schlimmes. Auch hier würde ich sagen, denken Sie an die russische Revolution, denken Sie an die nationalsozialistische Revolution. Haben die Bevölkerungsmehrheiten zu diesen Zeiten gedacht, da kommt jetzt was ganz Schlimmes? Nö, die haben gedacht, das finden wir total super. Oder Teile haben gedacht, na, das ist jetzt aber wirklich total unangenehm. Na, sehen wir mal, wie es weitergeht. Wir können über die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten bei Sebastian Haffner nachlesen, Geschichte eines Deutschen. Jetzt machen Sie wieder diesen Vergleich, Google und Nazi. Natürlich, aber ich mache ihn strukturell. Ich mache ihn nicht personell. Strukturell ist es so, dass wir wissen dann immer aus der Geschichte, die ist ganz schlecht ausgegangen, die Geschichte. Totalitäre Systeme haben Millionen von Menschenleben vernichtet am Ende. Das wissen wir. Das wissen aber die Leute zu Anfang nicht. Und warum wissen sie es nicht? Weil es so zustimmungsfähig, harmlos für die Zugehörigen dazu daherkommt. Ja? Also da ist auch noch nichts Böses drin. Und die Dynamiken, wie sich das dann entwickelt, sind auch welche, die man von Anfang an gar nicht sehen kann. Ein Bild, was ja immer zitiert wird in diesem Zusammenhang mit dem Netz, ist das Panoptikum. Also eigentlich diese Idee, die Jeremy Bentham, der britische Philosoph, skizziert hat, die wurde vielfach aufgenommen, unter anderem von Michel Foucault, Sie wissen das besser als ich. In diesem Panoptikum ist die Idee, es gibt eine Art Gefängnis, in der Mitte ein Überwachungsturm, von dem aus man alles überblicken kann. Und die schreckliche Vorstellung ist für die Gefangenen, alles wird gesehen. Ja. Jetzt kann man ja sagen, heute ist nicht sozusagen die Disziplinierung der Gefangenen von uns Internetsurfern das Problem, sondern die Idee ist ja eigentlich Marketing. Was man ja machen will, ist alle diese Leute beobachten, damit man ihnen die Produkte besser verkaufen kann. Finden Sie es denn komplett naiv, wenn einer hingeht und sagt, Mensch, ich finde das einfach okay. Ich mache diesen Trade-off für mich. Ich weiß, die sammeln Daten über mich, aber mein Gott, für mich ist das okay. Ich kriege dafür die besseren Produkte, ich kriege das Smart Home, mit dem ich zum Beispiel eben Strom sparen kann, mit dem ich mir nicht so viel überlegen muss, wann ich wann einkaufen gehen muss und so weiter. Finden Sie das eine komplett naive Haltung? Ja, also das finde ich eine komplett naive Haltung. Und das Bild ist ja in dem Falle auch sehr schön und das Beispiel ist auch sehr zutreffend, weil es tatsächlich für die Gefangenen
das allergrößte Problem gewesen ist, sozusagen permanent beobachtbar zu sein. Und das Modell ist ja vielfach übertragen worden. Das ist ja auch in Fabriken übertragen worden. Ja? Und wir haben ja, wenn wir uns alte Fabriken angucken, sofern es sie noch gibt im ursprünglichen Layout, haben wir genau das Modell, dass das Zimmer des Chefs erhöht liegt mit Blick oder bei Großraumbüros, auch aus den 50er, 60er Jahren und sowas. Und man sozusagen diesen panoptischen Blick hat, jeden Mitarbeiter potenziell im Blick zu haben. Und das Interessante, und das ist das Allerwichtigste, das Potenzielle im Blick haben. Das heißt ja nicht, ich werde de facto 24 Stunden beobachtet und de facto dreht mir da jemand gleich einen Strick draus, was ich mache. Aber mein Verhalten reguliert sich deshalb, weil ich beobachtet werden kann, die Potenzialität. Und da können wir zurückkommen auf den Begriff des Privaten. Wenn es tatsächlich so ist, stellen wir es uns so vor, man muss in 10 Jahren, 20 Jahren freiwillig oder unfreiwillig in diesen Smart Homes leben. Und alles ist vernetzt, der Weg zur Arbeit, von der Arbeit, alles das, was wir vorhin schon besprochen haben. Dann ist die Potenzialität des vollständigen Überwachtseins in jeder Lebensregung einfach da. Und zwar völlig unabhängig, ob ich jetzt den Verdacht habe, damit macht jemand was Böses oder die machen das alles nur zu meinem Besten. Über Dinge wie die Selbstüberwachung, über diese neuen Armbänder, ja. Tracking und Self-Enhancing und Verbindungen zur Versicherungswirtschaft haben wir noch gar nicht gesprochen. Und warum sprechen wir nicht darüber? Weil die Entwicklung so vielfältig ist und so irrsinnig schnell ist, dass man gar nicht dazu kommt, an alles gleichzeitig zu denken. Das ist ja völlig verrückt. Mhm. Und jetzt, Herr Welzer, Sie sind extrem erfolgreich. Sie haben 2 Habilitationen, also eigentlich 2 Professorentitel. Sie haben Ihre akademische Karriere an den Nagel gehängt, um eine Stiftung Futur 2 zu gründen, diese zu leiten. Darüber möchte ich mit Ihnen nachher gleich noch sprechen. Aber mein Punkt ist, Sie können sich diese Haltung leisten. Sie sind gefragt. Man findet Sie auch, wenn Sie kein Handy haben. Die rufen Sie halt an bei Ihrer Stiftung. Aber so und so viele Leute können sich doch diese ganze Haltung überhaupt nicht leisten. Also ist es nicht ein bisschen so, dass Sie von sehr hoher Warte aus das Gute predigen für viele, die sich überhaupt nicht wehren können? Ich würde es ganz anders argumentieren. Sie haben natürlich vollkommen recht, dass ich eine extrem privilegierte Stellung in der Gesellschaft habe. Ja? Und ich habe auch insofern eine privilegierte Stellung gehabt, als ich das Privileg hatte, eine akademische Ausbildung zu haben, dass ich das Privileg hatte, viele Jahrzehnte an Universitäten und Forschungsinstituten zu arbeiten und sonst was. Und ich würde einfach sagen, daraus leitet sich eine Verpflichtung ab. Das sind ja Dinge, die mir diese Gesellschaft gegeben hat. Und die konnte sie mir deswegen geben, weil sie ein Selbstverständnis gehabt hat, dass in einer freien Gesellschaft Menschen frei sind und gemäß ihrer Chancen sich entfalten können müssen. Ganz klassisches Modell. Westliches Sozialstaatsmodell der Nachkriegszeit. So, ich habe das genießen dürfen und ich empfinde das wirklich als extremes Privileg und bin total dankbar dafür. Deshalb, so selbstlos? Das ist nicht selbstlos, das ist einfach so, wie es ist. Und weil ich diesen Typ von Gesellschaft sehr schätze und in vielerlei Hinsicht moralisch, aber auch sozusagen von der Chancenverteilung her für die bislang beste Gesellschaft halte, die es historisch gegeben hat, finde ich, besteht alle Notwendigkeit, diese Gesellschaft zu verteidigen. Und dann kommen wir wieder auf den Punkt des Privaten zurück und sozusagen der Figur der Bürgerin oder des Bürgers. Was haben wir denn, wenn wir den abschaffen, den autonomen Bürger? Wie sieht dann eine solche Gesellschaft aus? Sieht die dann so aus, wie sich das jemand im Silicon Valley ausdenkt, was er als wünschenswertesten Konsumenten oder Konsumentin haben will, dem man jeden Mist andrehen kann, bloß weil die ganze Redundanzmaschine des Internets so funktioniert, dass er genau die Angebote bekommt, von denen wir dann wissen, dass er sie haben will und deshalb nie mehr aus diesem bei Max Weber hieß das Gehäuse der Hörigkeit, ja? Aber bezogen auf das frühe 20. Jahrhundert. Was ist denn das für ein Gehäuse der Hörigkeit, was hier entsteht? Ist die Schwierigkeit nicht dieses ganzen Diskurses ein bisschen, dass das das perfekte Beispiel ist für diese Kunst der ergebnislosen Debatte? Sie sind derjenige, der warnt, der sagt, da kommt was ganz Schlimmes. Bürger und Bürgerinnen, seid mündig. Thema Selbstdenken war Ihr letztes Buch, Wehrt euch, währenddessen ganz viele andere entweder sagen, kauft, 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 surft, surft, surft oder auch einfach, ist mir einfach Schnuppe, mir geht es im Moment gut. Also jetzt mal vielleicht anders gefragt,
Glauben Sie wirklich, es ist Fortschritt in dieser Debatte möglich? Ja, das glaube ich allerdings. Also Sie haben vorhin das Beispiel Ilja Trojanow, Juli C. genommen. Für mich war das eines der frustrierendsten Ergebnisse, dass dort 500 Schriftstellerinnen und Schriftsteller diesen Aufruf unterzeichnet haben und die Politik sich bis auf eine kleine Anhörung im Deutschen Bundestag überhaupt nicht dafür interessiert hat. So, da kann man sagen, frustriert. Der Befund, den Sie eben skizziert haben, da interessiert sich kein Mensch dafür. Wir wissen aber aus allen sozialen Bewegungen, die es bislang gegeben hat, dass die lange dauern und dass das frustrierend ist. Ja? Es gibt aber manchmal dann Augenblicke, in denen das kippt. So, und wo sich mehr Menschen anschließen den Besorgnissen oder den Widerstandsbemühungen dieser anderen. Und in so einer Situation befinden wir uns im Augenblick. Ich würde gar nicht davon ausgehen, dass man jetzt in Sekunden schneller eine Bewegung für Demokratie gegen die Machtübernahme des Internets oder sowas auf die Beine stellen würde. Weil ich sehe nicht, dass wir uns im Moment in so einer Zeit befinden. Also wenn man guckt, wie viele Stunden YouTube-Videos täglich hochgeladen werden, es ist ja gigantisch, wie viel Zeit die Menschen verbringen, ja, im Internet. Da ist doch keine soziale Bewegung im Moment im Gang. Sag ich ja. Ach so, Sie sagen, es gibt diese Bewegung nicht. Nein, die gibt es noch nicht. Ah, Sie sagen, und ich bin auch nicht so naiv zu sagen, die kommt jetzt nächstes Jahr oder sowas. Aber die wird sich formieren, denken Sie? Sie wird ihre Zeit brauchen und sie ist mit dem Problem konfrontiert, dass die Entwicklung wahnsinnig schnell ist. Vielleicht ist das was Neues, was solche Formen von Gegenbewegungen angeht. Aber ich würde auch sagen, vielleicht muss man auch mal gucken, welches Unbehagen Menschen verspüren und wie sie darauf reagieren. Und da kann es dann manchmal auch ganz hilflos sein, wenn man diesem Unbehagen ein Argument gibt. Ja, an der Stelle, wo ich jetzt zum ersten Mal gesagt habe, das hat was mit Totalitarismus zu tun, was dort passiert, sagen natürlich alle, der spinnt ja. Ja? Steve Jobs ist ja nicht Pol Pot oder sowas in der Art. Aber man fängt an, auf eine andere Art und Weise über das Thema zu diskutieren. Und wenn man sagt, unsere Grundverhältnisse in der Demokratie, unsere Grundverhältnisse des Sozialen beginnen sich zu verändern, dann fangen Leute an, anders darüber zu diskutieren oder nachzudenken. Es rückt einem ein bisschen dichter, als wenn man sagt, wir haben ein Datenschutzproblem. Das wäre die einfachere Variante. Aber Sie sagen auch, ein Stück weit ist ein Problem, dass Argumente uns irgendwie zu wenig bewegen. Mhm. Was wir auch tun müssen, ist Geschichten erzählen. Ja. Das tun Sie mit Futur 2. Das ist Ihr Ziel. Sie erzählen positive Beispiele. Was genau soll denn damit passieren? Was verändert man mit positiven Beispielen? Da verändert man eine Menge. Und das, was bei Futur 2 geschieht, spielt sich ja jetzt zunächst mal in einem Raum ab, der über die Veränderung von Gesellschaft in ökologischer Hinsicht, im weitesten Sinne, nachdenkt. Ja? Das ist die Absicht von Futur 2, Geschichten darüber zu erzählen, wie man Handlungsspielräume dazu nutzen kann, anders zu produzieren, anders zu leben, besser mit Ressourcen. Ein ganz konkretes Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel eine Geschichte höre über den österreichischen Schuhfabrikanten Heini Staudinger, der in seiner Fabrik nachhaltig produziert, indem er nur Materialien aus der Region verwendet, die Zulieferer, der ein Gehaltsgefüge hat, wo er als der Chef am wenigsten verdient, weil er sagt, er hat den besten Job, also ist es doch richtig, wenn er am wenigsten verdient und diejenige, die schlechteste Arbeit macht, am meisten verdient, der seine Mitarbeiter mit Gemüse und Nahrungsmitteln aus den umliegenden Biohöfen versorgt und der im Grunde genommen eine ländliche Strukturpolitik im Waldviertel macht, die wahnsinnig erfolgreich ist. Okay. So, dann hat er, weil Sie gefragt haben, was ist daran gut? Ich würde sagen, gut daran ist, dass er zeigt, wie man Handlungsspielräume nutzen kann. Was der macht, ist nämlich etwas, wo jeder sonst sagen würde, das geht doch nicht. Und das ist ja unser Standardargument, das geht ja nicht. Wir erzählen bei Futur 2 Geschichten darüber, was geht. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wir verlernt haben, uns über unsere eigenen Handlungsspielräume Rechenschaft abzulegen, weil es natürlich viel zu bequemer ist, zu sagen, ich kann nichts machen. Mhm. Dafür nutzen Sie aber das Internet. Wir nutzen dafür das Internet natürlich auch. Das heißt, Sie hoffen, dass die Leute surfen und sie finden und diese Geschichten lesen?
teilen, weitererzählen. Ja, schon. Aber das super Stichwort. Das wirklich Wichtige ist das Weitererzählen. Und das Wichtige ist die Lebendigkeit. Deshalb erzählen wir auch Geschichten. Geschichten erzählen ist sicherlich eines der allerältesten Medien und Kulturtechniken, die die Menschheitsgeschichte erfunden hat. Wir verstehen uns selbst im Medium der Geschichte. Wir verstehen die anderen im Medium der Geschichte. Aber die Frage ist ja auch immer, wie gehen wir um mit diesen Mythen oder Geschichten? Narrative, sagt man heute. Wie kann man die so platzieren, dass sie eine Wirkung entfalten? Da gibt es ja das interessante Beispiel der Produktionsfirma Participant Media, die diesen Film über Snowden gemacht hat, Citizen 4, der den Oscar gewonnen hat für den besten Dokumentarfilm dieses Jahr. Und diese Produktionsfirma sagt, wir wollen mit Filmen die Welt verändern. Ein anderes Beispiel war Inconvenient Truth mit Al Gore, wo es um den Klimawandel ging. Ein anderes Beispiel, das Sie immer nennen, ist das Phänomen, dass wenn irgendeine US-amerikanische Spitalserie Organspende thematisiert, schnellen die Organspenden nachher hoch. Also viele positive Beispiele. Ich sage jetzt mal ganz platt, ich habe mir lange Zeit gerne solche Beispiele angehört. Filme gucke ich ohnehin gerne. Aber es gibt doch auch dieses Phänomen, dass man denkt, ja, mein Gott, schön zu lesen, aber damit verändern wir doch nicht die Welt. Da müsste es doch darum gehen, an den Institutionen zu schrauben. Ja, aber wer schraubt an den Institutionen? Also auch darüber kann man Geschichten erzählen, über Menschen, die in einem Dezernat sitzen und die Verkehrsinfrastruktur der Stadt, wo das Dezernat ist, beginnen zu verändern. Oder den Gebrauch von Energie. Oder die Arbeitsweise der städtischen Wasserwerke. Oder die Pflege der Grünanlagen. Ich meine, dafür gibt es wahnsinnig viele gute Geschichten, die deshalb auch so interessant sind, weil das immer die Ausnahmen sind. Weil die meisten Menschen machen das, was die meisten Menschen machen. Und für uns ist das Interessanteste, dass es immer jemanden gibt, der sagt, nö, ich probiere jetzt mal was anderes. Also dieses Thema von geht nicht, geht doch. Und dieses geht doch findet Futur 2 und finde ich unglaublich wichtig, weil es Wege aufzeigt, die was mit Autonomie zu tun haben. Denn wenn ich sage, geht doch, dann nehme ich ja Bezug auf meine Fähigkeit und meine Persönlichkeit und sage, das geht. Und wenn es dann geht, dann mache ich eine extrem positive Erfahrung, ja? Selbstwirksamkeitserfahrung. Und die ist für Menschen wahnsinnig wichtig, weil sie das positiv erleben und das dann wiederholen wollen. Das heißt, man kann Autonomie in gewisser Weise auch einüben. Deshalb erzählen wir diese Geschichten. Halten Sie sich denn für besonders autonom? Ja, das ist ja eine Frage, die man nicht beantworten kann. Ich bin sicherlich in vielen Stellen in meinem Leben konformistisch gewesen. Und Konformität hat ja auch seinen guten Sinn. Es ist ja nicht so, dass wir jeden Morgen aufstehen und die Welt neu erfinden, sondern vieles, sehr, sehr vieles von dem, was wir tun, ist das, was wir immer tun oder wo wir uns an anderen orientieren. Das ist ja auch sinnvoll, da muss man nicht so viel Aufwand treiben. Aber es hat eben die Kehrseite bei negativen Entwicklungen, dass das, was alle tun, dazu tendiert, das Falsche zu sein. Sie sind ja selber, sieht man in diesem Buch Selbstdenken auch sehr schön, sehr stark in dieser Ökobewegung zu Hause. Das ist etwas, was Ihnen sehr am Herzen liegt. Das andere große Stichwort ist der Klimawandel und dann eben das Netz. Sie sagen in Selbstdenken von sich selber, Sie sind überhaupt nicht in einem ökonahen Haushalt aufgewachsen. Ihre Familie ist nicht irgendwie ökologisch imprägniert gewesen. Was hat Sie denn politisiert zum ökologisch bewussten Bürger gemacht? Ja, ich würde sagen, es gab eine sehr frühe Phase dieser ökologischen Politisierung. Da war ich noch Schüler und da gab es große Auseinandersetzungen über zivile Nutzung von Atomenergie. Es gab eine Anti-Atomkraft-Bewegung und das war für mich eigentlich die erste Phase, mich für im weitesten Sinne ökologische Fragestellungen, Energiefragestellungen zu interessieren, aber eben auch eine Faszination, Teil einer Bewegung zu sein, die gegen etwas ist. Und die zwar gegen etwas ist, aber die eine Massenbewegung ist, oder? Da gehört doch wieder das Zusammengehörigkeitsgefühl, Moment, ist schon wichtig. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich ein Zusammengehörigkeitsgefühl habe oder ob ich Teil einer Massenbewegung bin. Die vorwiegend jugendliche Bewegung, die dort auf den Straßen oder vor den Bauplätzen für Atomkraftwerke demonstriert hat, war ja ein extrem kleiner Teil der Bevölkerung. Ja, selbst wenn da mal 50.000 oder 100.000 demonstriert haben, ist das natürlich ganz wenig im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Keine Massenbewegung, aber natürlich die Erfahrung, etwas gemeinsam zu tun.
Und das ist ein ganz starker Unterschied. Ich glaube auch, dass zur sozialen Bewegung immer dazugehört, nicht nur, was man so denkt oder wissenschaftlich sich angeeignet hat, um dann argumentieren zu können, sondern auch das Gefühl, in direkter und eben nicht virtueller Gemeinsamkeit an einem Ziel zu arbeiten und auch gegen andere mit Konflikten an so einem Ziel zu arbeiten. Das ist eine ganz zentrale Erfahrung, die extrem wichtig ist. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich habe dann eigentlich erst viel später diesen Faden wieder aufgenommen, und zwar über die Verbindung zur Gewaltforschung. Ich habe mich ja sehr viel mit Gewalt beschäftigt. In dem Zusammenhang taucht ja auch das Milgram-Experiment auf. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, als ich gewissermaßen als interessierter Bürger alle die Ergebnisse der Klimaforschung gesehen habe und gedacht habe, das ist ja alles fürchterlich. Was bedeutet das denn eigentlich für künftige Konflikte? Und auf dem Weg, dann habe ich eine Studie dazu gemacht über Klimawandel und Gewaltkonflikte, und auf dem Weg bin ich gewissermaßen reökologisiert. Und dann haben Sie in einem Spiegelartikel gesagt, Sie hätten selber ein Stück weit ein Problem. Sie hätten nämlich wahnsinnig gerne Autos, 3 Autos. Hatten Sie zumindest damals? Ja, wie viele sind es heute? Nur noch eins. Nur noch eins. Und fahren Sie damit rum? Ganz selten. So, das wollen wir mal festhalten. Sie haben selber auch einen Sohn, der ist mittlerweile über 20. Also den muss man nicht mehr erziehen. Durfte der Cola und Jeans haben? Na, selbstverständlich. Keine Verbote? Keine Verbote. Also das heißt, total antiautoritär erzogen? Na, ich würde das nicht als antiautoritär bezeichnen, weil gar nicht die Absicht dahinter gestanden hat. Das hängt natürlich immer sehr stark auch von den Persönlichkeiten, auch von Kindern ab, was für sie am besten ist. Und mein Sohn ist jemand, der sehr autonom ist und in gewisser Weise immer gewesen ist. Also das größte Scheitern, was ich in meinem Leben mit ihm erlebt habe, war, dass er sich geweigert hat, sich das Fahrradfahren beibringen zu lassen, mit 3 oder 4. Und ich habe gemerkt, dass jeder Versuch, den ich da weiter unternehme, weil ich fahre unwahrscheinlich gern Fahrrad und ich wollte das total gerne, nur zu immer mehr Widerstand führt. Also habe ich mir gedacht, naja, dann lernt er halt nicht Fahrrad fahren. Was soll das Ganze? Natürlich fährt er inzwischen Fahrrad, aber aus eigener Entscheidung. Ja? Und glücklicherweise ist er von seiner Persönlichkeit her so, dass er sich selber sein Leben wahnsinnig gut organisieren kann und Eingriffe eigentlich eher schädlich gewesen wären. Und im Grunde genommen ist das ja ein pädagogisches Grundprinzip, glaube ich, dass man eigentlich ja nur Entwicklungsumgebungen zur Verfügung stellen muss, in denen sich die Potenziale entfalten können. Wir machen ja, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema, im Grunde genommen mit diesem bösen Wort der Drohnenpädagogik, wo man ständig darüber nachdenkt, was jetzt das Beste für das Kind sein könnte und immer noch Experten zu Rate zieht und pädagogisch wertvolles Spielzeug und so weiter, schafft man ja keine Entwicklungsumgebung für Autonomie. Sondern man schafft eine, in der das Kind sich kaum noch bewegen kann. Das war nie meine Vorstellung. Aber man muss natürlich auch dann entsprechend mit einer kindlichen Persönlichkeit zu tun haben, die das auch gut vertragen kann. Es gibt sicherlich Kinder, die es besser finden, wenn sie etwas mehr Anleitung oder so. Sie selber sind ja eine Person, die gerne selber steuert. Sie haben am letzten Montag ein Interview gegeben bei Fokus auf SRF 3. Und da haben Sie sich einen Song gewünscht, einer Berliner Band, die ich nicht kannte. Und da ist mir der Satz hängen geblieben, irgendwie sowas wie, ich springe nicht auf den fahrenden Zug, ich fahre selbst. Das sind Sie, oder? Nö, das bin ja nicht ich, der Song ist ja nicht von mir. Ja, ja, aber das ist so ungefähr wahrscheinlich Ihr Lebensmotto. Sie steuern gerne selber. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe zum Beispiel, ach, das ist ja bei Menschen immer sehr ambivalent. Ich habe viele Situationen, wo ich das geradezu als Zumutung empfinde, mich entscheiden zu müssen. Ja, aus 1000 Produkten auswählen zu müssen oder selbst im Restaurant habe ich manchmal so das Gefühl, ich fände es viel besser, wenn nebenan jemand sagt, du isst jetzt das und das. Ja, also es ist nicht so, dass ich total scharf drauf bin, pausenlos alles irgendwie selber zu entscheiden. Die Frage ist natürlich das ist nur eine... Prima, der Algorithmus macht das ja jetzt für Sie, aber dagegen wehren Sie sich wiederum. Ja, ja, genau, genau, weil ich möchte ja nicht einem Programmierer gewissermaßen die Herrschaft über mich überantworten. Wenn ich mit einer Person, die ich direkt kenne, sozusagen eine Entscheidung delegiere,
dann mache ich das ja, weil ich da Vertrauen zu habe oder weil ich denke, die können das für mich viel besser entscheiden, als ich das für mich selber kenne. Ich bin dann mit dem Essen zufrieden, aber das ist eine vollkommen andere Ausgangssituation. Aber für mich sind Sie, wenn ich Ihre Bücher lese, schon so ein bisschen ein Revoluzzer ein Stück weit auch. Sie sagen zu vielen Dingen, nein, danke, das will ich nicht, und versuchen die anderen auch dazu zu bringen, sich zumindest darüber Gedanken zu machen, ob sie es wirklich wollen, ob sie es sich gut überlegt haben. An einem Punkt gehen Sie für mich zu weit. Sie sagen, ich gehe nicht mehr wählen. Oh. 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 Erklären Sie mal. Nein, das ist ja ein Mythos. Das haben Sie geschrieben in einem Artikel im Spiegel 2013. Genau, warum ich nicht mehr wählen gehe. Und das war ja so ein Essay, in dem ich das für die Situation der Bundestagswahl 2013 anhand der, wie ich fand, Zukunftsvergessenheit der Parteien und ihrer Programme versucht habe darzulegen. Der spannende Punkt war, dass dieser Essay tatsächlich zu einer Debatte geführt hat. Es haben sich viele Politiker dazu geäußert. Jürgen Trittin von den Grünen hat einen Gegenartikel geschrieben, zwei Wochen später und so weiter und so weiter. Es gab eine Debatte. Und die Debatte war insofern unheimlich interessant, weil sie eigentlich um die Frage sich gedreht hat, ist Demokratie Kreuzchen machen oder ist Demokratie etwas mehr als Kreuzchen machen? Und ist es dann legitim zu sagen, jetzt wähle ich mal nicht oder sowas? Und das fand ich unheimlich toll. Und als der Wahltag gekommen ist, habe ich gedacht, na, jetzt kann ich ja auch wählen gehen, weil wir haben in gewisser Weise eine Situation. Sie haben mehr gemacht als das Kreuzchen. Ich habe mehr gemacht als das Kreuzchen. Und ich bin ja nicht prinzipiell gegen das Wählen. Ich bin nur gegen sozusagen Arroganz von Parteienpolitik. Was und, meinen Sie damit? Na, ich meine zum Beispiel damit, dass dann sofort auch ein Teil der Debatte von politischer Seite so gewesen ist, dass das arrogante Intellektuelle sind, die jetzt irgendwie sagen, wir gehen nicht mehr wählen. Das sei ein Zeichen von Arroganz. Das haben sich ja andere, Richard David Precht, Peter Sloterdijk und so weiter, damals ganz ähnlich geäußert. Und die Situation, die Reaktion auf Seiten der Politik, die war ja gemeint, war reine Abwehr. Es sind arrogante, blöde, elitäre Leute, die missachten die Demokratie. Neulich hat sogar noch die deutsche Kulturstaatsministerin in einer öffentlichen Rede gesagt, wir seien Demokratieverächter. Und das fand ich absolut skandalös, weil wenn ich über Demokratie diskutiere, dann lässt sich doch wohl das schwer als etwas Verächtliches bezeichnen. Da sind wir vielleicht, wir Schweizerinnen und Schweizer, auch noch speziell empfindlich mit der sehr direkten Demokratie, der Möglichkeit, bei der man eben partizipieren kann. Es ist ja immer einfach zu sagen, Entschuldigung, ich mache da nicht mit, weil das, was da läuft, gefällt mir nicht. Immerhin kann man sich beteiligen. Ich würde gerne, wenn wir jetzt das ganze Gespräch noch mal anblicken, noch mit einem Gedanken kommen. Es wird in dieser ganzen Debatte immer wieder Bezug genommen auf dieses Adorno-Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und der Blogger Christian Heller hat ja mal gesagt, es gibt kein analoges Leben im Digitalen. Darf man das so gleichsetzen? Ist das Digitale jetzt das Falsche und wir müssen um das Richtige wieder irgendwie kämpfen? Oder gibt es auch das richtige Digitale, das klug verwendete Digitale? Also ich würde sagen, es wäre vollkommen irrtümlich, so eine Maschinenstürmerposition zu haben. Also wenn ich jetzt aus meinen Argumenten und Gedanken den Schluss ziehen würde, wir müssen das alles Digitale abschaffen, weil das ist Teufelswerk oder so. Das ist natürlich Blödsinn, das ist auch historisch Blödsinn, weil natürlich jede Form von neuer Kommunikationstechnologie und auch die Gutenberg-Bibel war eine Kommunikationstechnologie oder die Schallplatte ist eine Kommunikationstechnologie und so weiter. Jede Einführung solcher neuen Technologien zu Besorgnissen geführt hat, aber auch zu Regulierungsbedürfnissen geführt hat. Und wir haben im Moment so eine Entwicklung, die eben sehr, sehr eingreifend ist in ihrer Dimension und relativ wenig Gegenbewegung. Alles das, was wir schon diskutiert haben. Daraus würde ich nicht den Schluss ziehen, dass man das abschaffen könnte und müsste. Aber man muss ja eine Referenz haben, eine Art von Werte, Korsett zu sagen, an dieser Stelle ist es so übergriffig, dass ich intervenieren muss. Und da ist natürlich die Politik und der Gesetzgeber gefragt, beziehungsweise ist einfach auch nur gefragt, dass man solche Dinge wie die Unverletzlichkeit der Person und der Wohnung und sowas ernst nimmt. Das steht in den Verfassungen drin. Deshalb bin ich auch gar nicht der Meinung, es ist alles so komplex, wir haben jetzt die Schwierigkeit, neue Gesetze zu schaffen. Nein, man muss nur die anwenden, die es schon gibt und auch entsprechend in den Parlamenten
darüber diskutieren, was da vor sich also geht. Also sowas wie die ganze Rede von digitalen Menschenrechten, die es bräuchte, neue Formen von Menschenrechten, das halten Sie nicht für notwendig? Nein, ich glaube, es ist vollkommen ausreichend, sich auf die Verfassungsgüter zu beziehen. Und natürlich auf der operativen Ebene, wie setze ich das jetzt durch im Fall XY gegen das und das Unternehmen? Da muss man wahrscheinlich das entsprechend juristisch ausfeilen und nachbessern. Aber grundsätzlich geht es eigentlich um die Werteentscheidung. Finde ich Demokratie gut, wie wir sie haben? Möchte ich sie verteidigen? Wo wird sie angegriffen? Und wenn ich sehe, sie wird angegriffen, und zwar zum Teil auch sehr kaltschnäuzig angegriffen, dann würde ich sagen, dann sind wir gefordert als politische Bürger zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Und gerade da haben natürlich viele Internetbefürworter gesagt, haben wir eben neue Instrumente, um die Demokratie wieder zu stärken. Also Stichwort Liquid Democracy, die ganze Bewegung der Piratenpartei, die gesagt haben, ey Leute, wir holen euch ins Boot dank des Internets. Finden Sie das naiv? Nein, das finde ich nicht naiv. Die Frage ist immer nur, wir können das Ganze noch mal unter einem anderen Begriff diskutieren, nämlich unter dem Begriff der Macht. Ja? Das Interessante ist ja, dass diese Technologien Konzernen Macht Chancen gegeben haben, mit denen die niemals gerechnet haben. Wir hatten das Thema ja auch vorhin, das schleicht sich so langsam in das Leben ein. Und wahrscheinlich hat Steve Jobs in seiner Garage niemals daran gedacht, dass das fantastisch ist, alle Menschen jemals ausforschen zu können. Das ist etwas, was im Prozess entsteht. Damit steigert sich, akkumuliert sich Macht auf Seiten derjenigen, die diese Macht ausüben können. Es wäre völlig irrational, wenn die die nicht nutzen würden. Auf der anderen Seite entmächtigen wir uns, wenn es nichts Privates mehr gibt, wenn alles durchschaut werden kann, wenn wir uns nicht mehr organisieren können, ohne dass es jemand merkt und so. Ja? Insofern muss man diese Fragen auch im Sinne von Macht diskutieren, damit man auch versteht, dass man Gegenmacht entwickeln muss. So, und wenn das funktioniert und die Politik das mal langsam begreift, dann würden wir Regulierungen haben, wo man sagt, bestimmte Eingriffe gibt es nicht, bestimmte Daten werden gar nicht erhoben. Also wir müssen auch darüber diskutieren, was man gar nicht erst erhebt, bevor man darüber nachdenkt, was man schützen lässt. Herr Welzer, zum Schluss, Sie zitieren oft noch einmal Adorno, nur die Übertreibung ist wahr. Übertreiben Sie ein bisschen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber mit Adorno glaube ich wirklich, das ist auch ein Erkenntnisinstrument. Ich würde ja sagen, wir haben ja vorhin über Verantwortung von Leuten, ja, die so eine Position haben wie ich gesprochen. Na, ich muss das doch nutzen, um das etwas weiter zu denken und nicht immer hinter dem Gegenwartspunkt zu bleiben. Man muss doch über den Gegenwartspunkt hinaus, um zu sagen, da gibt es genau diese Potenzialität. Und zwar deswegen, weil es dann noch der Moment ist, wo man dagegen vorgehen kann. Hinterher ist man zwar immer schlauer, aber man kann nichts mehr machen. Ein Plädoyer fürs Übertreiben. Ich danke Ihnen, Herr Welzer. Sehr gerne. Danke. Am Karfreitag will mein Kollege Stefan Klapproth hoch hinaus. Zum 150. Jahrestag der Matterhorn-Erstbesteigung lädt er zum philosophischen Gipfelgespräch mit den beiden Bergsteigern Uli Steck und Evelyn Binsack und dem Höhenmediziner Oswald Oeltz. Jetzt aber erstmal einen schönen Sonntag. Und nun zur Kunst.